Also ich bin die Sabrina Ahmed. Ich bin 24 Jahre alt und komme eigentlich aus München. Und jetzt studiere ich aber schon seit fast 6 Jahren in Erlangen. Im Bachelor noch Orientalistik und Politikwissenschaft und jetzt im Master Nahoststudien. Also Erlangen hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil es einfach so eine typische Studentenstadt ist und hier sehr viele junge Leute leben. Es gibt sehr viele Angebote für Studenten und Studentinnen und man hat alles in der Nähe. Also es ist alles sehr schnell erreichbar mit dem Fahrrad. Man muss keine weiten Strecken zwischen den verschiedenen Gebäuden zurücklegen. Und genau, so war eigentlich Erlangen recht schnell meine erste Wahl, als es darum ging, mich für einen Bachelor zu entscheiden. Und für meinen Master bin ich dann direkt einfach hier geblieben. Ich kannte tatsächlich noch niemanden in Erlangen. Ich habe so einen Studienratgeber im Prinzip durchgeblättert und geschaut, was ich interessant fand, was sich dort interessant angehört hat. Und bin dann eben auf Orientalistik und auf Nahoststudien gestoßen und wollte das unbedingt studieren. Also ich wollte unbedingt damals Arabisch lernen und habe dann eben geguckt, wo man das machen kann und fand dann Orientalistik eben sehr spannend, weil es verschiedene Dinge verbunden hat mit der Geschichte im Nahen Osten, Literatur, aber halt eben auch ein bisschen was von Politik war mit drin. Und während dem Bachelor habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass mir eigentlich diese Politikkomponente sehr gut gefallen hat und mich die am meisten interessiert hat, weil mich eben die aktuellen Geschehnisse in der Region sehr interessieren, weil im Moment ist ja die Region Nahe Osten einfach ein sehr spannendes Feld. Und deswegen wollte ich dann für meinen Master eben auch was machen, wo ich Politik und Nahe Osten verbinden kann. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, in Erlangen zu bleiben und hier den Master in Oststudien anzufangen, weil man hier eben diesen Politikschwerpunkt wählen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Genau, also was ich persönlich eben sehr schön finde, man muss sich nicht schon, bevor man den Master anfängt, entscheiden, welchen Schwerpunkt man wählen will. Also in vielen anderen Standorten in Deutschland ist es so, dass man entweder einen Arabistik-Master macht, also mit dem Schwerpunkt auf der Sprachwissenschaft, oder dass man einen Literatur-Master macht mit dem Schwerpunkt Literatur oder eben einen geschichtlichen Schwerpunkt. Aber in Erlangen hat man einfach die Möglichkeit, alles mal auszuprobieren und sich dann erst später für einen Schwerpunkt zu entscheiden. Und das gefällt mir eben besonders gut, dass man hier so viel Freiheit hat und so viele Auswahlmöglichkeiten. Also wir haben so viele verschiedene Schwerpunkte von Politikwissenschaft über Kulturgeografie, Literatur, Sprachwissenschaft, aber auch Islam und Recht. Also es gibt alles Mögliche und man kann halt wirklich einfach sich in jedes Seminar reinsetzen, verschiedene Seminare belegen und sich dann im dritten Semester entscheiden, was einem einfach am besten gefällt und darauf dann halt seinen Schwerpunkt legen. Im Bachelor also ich hatte einen Zweifach-Bachelor mit Orientalistik und Politikwissenschaft. Und jetzt im Master hat man einfach verschiedene Disziplinen, die alle zusammenkommen und sich alle mit dieser Region beschäftigen. Und dadurch hat man natürlich sehr viele verschiedene Blickwinkel auf verschiedene Themen. Und das macht gerade auch diesen Studiengang aus, dass man einfach auf ein Land aus verschiedenen Disziplinen blickt und nicht nur zum Beispiel diese politikwissenschaftliche Linse darauf hat, sondern sich da auch vielleicht mal das Recht anschaut oder dass man sich die Geschichte genauer anschaut oder die Poesie, die aus diesem Land kommt. Und genau, das macht eigentlich sehr viel Spaß, dass man nicht nur in eine starren Disziplin ist, sondern dass man da einfach die Möglichkeit hat zu wählen und sich verschiedene Dinge auszusuchen und zu kombinieren auch. Also bei meinen Recherchen, als ich davor geschaut habe, wo ich meinen Master machen könnte, da habe ich auch im innereuropäischen Bereich geschaut, aber überall in Europa mir Unis angeguckt und man ist eben doch sehr schnell festgelegt. Man ist sehr schnell festgelegt auf eine Richtung und das finde ich einfach in Erlangen sehr schön, dass man hier wirklich diese Freiheit hat. Man kann sich aussuchen, was man machen möchte. Man kann auch zwei Schwerpunkte machen, wenn man das will. Man kann sich aber auch komplett nur auf eine Sache konzentrieren und nur Sachen in diesem Bereich belegen. Und
Genau. Das ist eigentlich so der große Vorteil, würde ich sagen, den Erlangen hier hat. Also ich finde einfach das Verhältnis sehr schön, weil es sehr persönlich ist. Ich glaube, eigentlich jeder Dozierende oder jeder Professor, jede Professorin kennt die Studierenden beim Namen. Es ist sehr persönlich. Man kann, wenn man Fragen hat, einfach jederzeit auch zu den Professoren und Professoren gehen und sich Rat holen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Also es ist nicht so unpersönlich wie in manchen größeren Studiengängen. Da wir einfach nicht so viele sind, hat man da eine sehr schönen Austausch einfach.